Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Heute machen wir mal was Besonderes. Ich habe euch jetzt endlich die Prismatic Shard gekriegt. Darauf habe ich so lange gewartet. Ich weiß nicht, ob das einfach so funktioniert. Es funktioniert offensichtlich schon. Wenn man hier mit diesem Ding reinlatscht, dann kriegt man ein ganz besonderes Schwert. Nämlich das Galaxy Sword. Das macht echt heftig krassen Schaden. Das Blöde ist jetzt halt, dass ich das nicht gespendet habe. Deswegen muss ich das irgendwann anders spenden. Aber dadurch, dass das Schwert halt schon mehr Schaden macht als das andere, weil es halt bis zu 80 Schaden machen kann, was schon ganz geil ist, ist es dann wahrscheinlicher, dass wir vielleicht irgendwann mal so eine zweite Prismatic Shard kriegen und die dann diesmal dem Museum spenden können. Und das ist auch so ziemlich das beste Schwert, was man kriegen kann. Es gibt nämlich nichts Geileres. Zusätzlich klatschen wir uns auch ein Event dahinter. Demetrius, ich habe dir doch nicht gesagt, dass du Tomaten holen sollst. Ich habe dir gesagt, du sollst Früchte. Ist doch dasselbe. Ich verstehe nicht. Tomaten sind Früchte. Was labert der denn bitte? Das ist doch echt Gemüse. Wenn eine normale Person sagt, dass die Früchte wollen, dann meinen sie niemals Tomaten. Es spielt keine Rolle, was die wissenschaftliche Klassifikation ist. Das ist aber echt so. Lissy, ich bin froh, dass du hier bist. Du wirst dieses Argument beischlichten können, nicht wahr? Ja, bestimmt. Was bitte? Ja, Vegetable, auf jeden Fall. Wirklich? Ich hätte gedacht, dein Farmer würde die richtige Antwort wissen. Hammer, aber ist doch so. Das ist doch wirklich scheißegal. Aber ich meine, Tomaten sind wirklich zu Früchten? Aber es sagt doch echt niemand, das ist doch eigentlich ein Gemüse. Es ist wirklich schwer für mich zu wissen, was für Schlussfolgerungen ich machen sollte, wenn du mir irgendwas sagst. Aber ich würde mein Bestes versuchen, besser darin zu werden. Cute. Lol. Na, habe ich dir trotzdem irgendwie geholfen. Danke für deine Hilfe, Lizzie. Keine Ahnung, ob das jetzt positiv oder negativ war. Aber da wird Zeppelin denn sofort die Rennfrage auf einmal. Sollten wir adoptieren, Lissy? Ja. Wow. Hä? Ist einfach neu. Ja. Schön, dass wir drüber geredet haben. Hör bitte. Oh mein Gott, mein Name hat gerade voll geknackt. Während der Nacht kam die Adoptionsagentie und hat das neue Babymädchen da reingeschmissen. Vor allem, was haben die bitte für Arbeitszeiten? Huch, was war das denn? Dass sie mitten in der Nacht kommen, was geht denn mit denen? Die scheinen halt echt sick zu sein. Nein, oh mein Gott, ich muss sie benennen. Okay, warte, was ist ein Girl? Einfach mal Halsey. Weil wir echt Halsey noch nicht hatten. Weil ich habe die Tiere bisher immer super derpy genannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Aber ich meine, die sind super hässlich. Also ich habe die Kinder im Endstadium schon mal gesehen. Da sahen die echt hässlich aus. Ich mag ja eh keine Kinder, aber naja. Was soll das mit Kuchen? Hey, das sieht so aus, als ob die jetzt mit einer Wassermelone eingepackt wäre. Ist wahrscheinlich nur so ein Handtuch. Und ich sage, ja, Wassermelone. Nein, warum schläft sie denn? Nein, ich will irgendwas Cooles machen. Nein. Guck mal, ich habe echt schon einen Teddybären hingeschickt. Bin ich nicht die beste Mutter ever? I know. Sagt Haley irgendwas Cooles dazu? Haley und Halsey. Vor allem läuft auf jeden Fall. Es ist so wunderschön, die kleine Halsey in unserem Leben zu begrüßen. Oh, das ist immer so cute. Oh, ich liebe es immer noch. Oh mein Gott, mein Wein ist so piu piu, yeah, explodiert so voll weg, weil einfach alles fertig ist. Ich habe es nämlich jetzt perfekt getimed und jetzt ist es wirklich mal effektiv. Nicht wie sonst immer, wo ich so jeden Tag einzeln wieder dahin latschen durfte. Ich bin momentan noch dabei, alle Items zu craften, weil dazu gibt es auch noch ein Achievement und ich glaube, ich bin gerade bis hier gekommen. Außerdem haben wir jetzt bei allen Charakteren 10 Herzen oder bei Haley halt mehr. Und wenn wir das betrachten, fehlt uns hier bei der Shipping-List auch nicht mehr viel. Nämlich nur noch eine Beere und ein kleines Ei. Deswegen habe ich mir jetzt ein großes Ei genommen, habe das in meinen Fertilizer gepatscht, damit ich ein weißes Huhn kriege, was mir auch weiße Eier geben kann. Die Artefakte dauern halt lang, weil man immer diese Scheiße ausgraben muss und ich damit nicht hinkomme, weil ich am Anfang gar nicht wusste, dass man das konnte. Deswegen habe ich irgendwie 3 Monate am Anfang, also 3 Seasons quasi verschwendet, in denen ich nicht wusste, dass man was ausgraben kann. Bei den Minerals haben wir alles. Und bei Cooking fehlen uns noch einzelne Sachen. Hier kommen nämlich die Frühlingsgedönsis rein, die ich bisher noch nicht dabei habe, weil ich die mal verkauft habe offensichtlich. Hier ist so ein Muffin, dafür fehlt mir nur noch eine Blume. Also man sieht, ich mache sehr guten Fortschritt. Ja, ja. Einfach fast alle Achievements zu holen. Ich glaube, wenn ich damit fertig bin, dann habe ich wirklich so alles ausgespielt, was man in diesem Spiel machen konnte. Ich suche das halt auch echt gar nicht. Oh ja, da ist das weiße Ei, von dem ich gelabert habe. Oh, Lani, was denn? Na, dann wenn schon Lenny. Ne, Lenny ist eigentlich zu langweilig, ne? Lul. Wie wär's mit Lul? Lul, Lul, Lul. Yes. Wo ist es? Hä, wo ist denn das weiße Huhn? Hä? Wo ist denn das? Ach,
da, boah, ist das mini klein, ich sehe ja echt gar nichts davon, hör mal. Ich muss sagen, man kann sich echt richtig lange mit dem Spiel beschäftigen, aber irgendwann hat man schon alles ausgekostet. Ich bin jetzt meistens immer nur noch so bis zur Hälfte des Tages überhaupt wach, weil die meisten Sachen, die man halt machen kann, kann man eh nur am Sonntag machen für die Vervollständigung von allen Sachen, die ich halt momentan auch betreibe. Trotzdem würde ich auch ganz gerne ein paar außergewöhnliche Sachen für euch noch zum Ende hin zeigen. Und sobald es so ein Update gibt, könnte man das Projekt ja theoretisch so pausieren und dann einfach weiterführen. Zum Beispiel soll es nämlich auch noch weitere heiratsfähige Kandidaten geben, nämlich Emily und Shane. Oh mein Gott, what is happening? In diesem Part passiert so echt alles, was irgendwie mit Geheimnissen oder Sekreten und sonst was zu tun hat. Super dangerous. Meine liebste Enkeltochter. Es war viele Jahre her, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Du warst gerade ein kleines Mädchen, erinnerst du dich? Sieh, wie weit du gekommen bist. Mein Körper wurde von dieser Welt getrennt, aber mein Herz wird immer in Stardew Valley bleiben. Puh, ist das cute. Du warst hier nun 2 Jahre. Ich bin so stolz auf dich, meine Liebe. Du bist ein besserer Farmer, als ich es jemals war. Und du hast große Ehre zur Familie gebracht. Ich kann es nun fühlen. Mein Geist wurde endlich... mein Geist kann nun endlich ruhen. Dank dir. Die Zukunft der Lissikau Farm ist in deinen Händen. Mach's gut. Oder so ähnlich. So, mal gucken, wie es der heutige geht. Die dreht sich direkt um, sobald ich komme. Naja, du bist mir echt zu blöde. What is this actually? Da habe ich nämlich extra freigeräumt, weil ich vorher wusste, was ist passiert. Weil ich echt voll der Stardew Wiki Valley Freak bin. Was, bitte? Stardew of Perfection. Oh mein Gott, guck mal, weil ich super nice bin. Ich glaube, das hat auch mit den Achievements zu tun, die man kriegt. Zum Beispiel, dass man alle Fische gesammelt hat oder so, zählt dazu, dass man alle Gerichte kocht und sowas. Dadurch kriegt man, glaube ich, letztendlich diese Stardew of Perfection. Man muss halt ein paar Bereiche, glaube ich, komplett erfüllt haben und dann kriegt man die. So, nämlich erstmal fehlt mir dieses Gericht hier noch. Das können wir aber jetzt mit Apricot machen. Deswegen habe ich mir einen Apricot-Baum geholt. Uns fehlt das hier noch Salad, aber dafür brauchen wir noch Dandelion und Leek. Und das gibt's halt im Frühling. Da haben wir schon Leek und Dandelion. Nice. Okay, das ging schnell. Aber erstmal mach ich das fertige Gericht, was mir noch fehlt. Yes. Ta-da-da-da. Guck, jetzt fehlt mir nur diese Scheiße. Sonst hab ich alles. Ja, ist noch was Geheimes heute. Nämlich, wenn man mit dem Typ hier labert, erstmal so normal. Ich suche nach dem süßesten Geschmack. Und es gibt in dieser Sendung, die manchmal im Fernsehen kommt, wo so Tipps über Stardew Valley gegeben werden, da wird nämlich gesagt, welche Frucht diesen sweetest Taste hat. Und dabei sagt er dann die Sweet Jamberry. Die konnte ich jetzt bei der Tusse, bei der Nilpferdtusse, konnte ich die gerade kaufen für 9000. Aber es gibt auch diese Rare Seeds und damit produziert man die dann quasi. Aber die brauchen 24 Tage zu wachsen. Ich habe jetzt auch 3 Seeds, aber ich dachte, wenn ich die auch so kaufen kann, dann mache ich das einfach. Und die kann ich dem geben. Und dann ist er voll glücklich und denkt sich so... Love is so much. Und dann kriegt man einen Star drauf. Mhm. Finde ich echt super nice. Jetzt fehlt mir noch einer, was ich ansonsten noch ganz cute finde, dass das Kind halt jetzt so ein weiteres Level erreicht hat. Im Prinzip, jetzt kann man erst in die Luft schmeißen. Und jetzt Luft ist das. Yes, way. Werf es noch höher. Yes, noch höher. Yes. Jetzt klatscht das gleich so vor dem Boden, hatet und so mega des Todes. Und das Kind kriegt jetzt auch selber Herzen. Und das finde ich an sich eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall denke ich, wir haben diesen Part schon ziemlich viel Neues gesehen in diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht schaffen wir noch so 1 bis 2 Parts vor dem Update, bevor ich das Ganze pausiere und vielleicht eben eine Pause einlege, bis es quasi wirklich was Neues gibt. Und dann sehen wir uns. Bye, bye, Schokopop.